Hallo ihr Lieben, heute will ich euch mal ein Produkt vorstellen, ein Produkt, was mich eigentlich voll überzeugt hat und das ich vorher zwar gekannt habe vom Namen her, aber mich nie richtig damit auseinandergesetzt habe. Bis wir dann auf der Messe in Freiburg, da waren wir ja im Fan-Fan-Camp, bis ich da dann die Christel und Dietmar Reichle von Putzfuchs kennengelernt habe. Wir haben uns da natürlich intensiv miteinander unterhalten. Sie konnten mich überzeugen. Deshalb habe ich mir ein Probierset mitgenommen, habe es ausprobiert. Und es ist ein tolles Produkt, was ein Naturprodukt ist. Man braucht keinerlei Putzmittel, man benötigt nur klares Wasser. Und das Ergebnis ist einfach perfekt. Also mich hat es voll überzeugt. Und deshalb stelle ich das jetzt einfach mal vor. Meine Lieben, hallo! Heute wird geputzt. Und zwar putzen wir heute mit dem Putzfuchs. Und ich muss euch sagen, gar keine so schlechte Sache, dieser Putzfuchs. Und zwar fange ich jetzt erstmal an mit unserem Frontfenster. Und wisst ihr warum? Die Dashcam hängt ja da und immer wenn man diese Dashcam neu positioniert, dann sind immer diese Ränder von dem Pfropfen, wo das dran hängt, zu sehen. Und das stört mich jetzt schon also wirklich tierisch und vor allen Dingen, es sind schon einige dran. Und auch so hat es das Fenster mal wieder nötig, sauber gemacht zu werden. Und das zeige ich euch jetzt. Gar nicht so einfach, dieses große Frontfenster hier zu putzen, weil man kommt sehr schwierig dran. Jetzt mal die eine Seite. Und jetzt mit dem trockenen Tuch wieder noch mal drüber. Das Material ist übrigens total biologisch. So, also die Hälfte habe ich jetzt und jetzt muss ich dann gleich natürlich die Position ändern, weil ich komme so nicht an die hintere Seite. So, aber das hier ist sauber. Mal von innen. Von außen muss man es natürlich dann nochmal extra machen, das ist ganz klar. So. Also, es ist gar nicht mal so leicht, hier jetzt aufzustehen und dahin zu kommen. Aber was macht man nicht alles für ein sauberes Fahrzeug? So. So, das, was ihr jetzt hier alles noch dran seht, das ist von außen, da müssen wir halt später noch dran. So, und jetzt wieder mit dem Tuch trocken machen. Sauber von innen, sauber. So.
und jetzt geht's an die Fahrräder. Wir sind jetzt hier nämlich in Neuried, also das ist bei Kehl. Und da wir nämlich Inspektion haben von unseren schönen Fahrrädern, wollte ich die natürlich nicht dreckig abgeben. Wie sieht denn das aus, wenn man dreckige Räder in die Inspektion bringt? Nicht mit mir, nein. Und deshalb machen wir sie nämlich jetzt sauber. Schaut mal, so dreckig ist Helles Rad gewesen. Ja, jetzt ist es sauber, aber der Lappe ist dreckig. So, und den machen wir jetzt wieder sauber. So, den schütteln wir, machen wir jetzt ein paar Mal hier ins Wasser. Und sauber, jetzt geht's weiter. Jetzt kommt ein Rad dran. Wasser ist dreckig. Lappe ist wieder sauber. Und natürlich, die Räder sind auch sauber. Voll zufrieden. So, jetzt habe ich wieder den Durchblick. Und ich sehe auch wieder was. So gut, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid, weil es gibt noch etwas zu erzählen von dem Putzfuchs. Schwieriger Name, sehr schwierig. Also, das ist alles biologisch, habe ich ja glaube schon gesagt, und man braucht kein Putzmittel. Also ich habe das jetzt alles nur mit Wasser gemacht. Wie das ganz genau funktioniert, das brauche ich euch jetzt hier nicht so zu erklären. Wen es interessiert, der kann sich ja gern selber an den Putzfuchs wenden. Der erklärt euch das ganz genau. Aber was ich euch jetzt noch sagen wollte und was mir euch jetzt noch einblende, was mich eigentlich ziemlich überzeugt hat, das war, als wir auf der Messe in Freiburg war, auf dem Fan-Fan-Camp. Ihr könnt euch wahrscheinlich daran erinnern, gell, Helde? Ich schon, ja. Und da gab es wirklich einen ganz tollen Grill. Und da haben welche von uns irgendwas draufgelegt, was total fettig und schmierig war. Am anderen Morgen, bevor dann die Messe aufgemacht hat, habe ich gesehen, dass der Grill katastrophal aussieht. Und dann wollte ich es eigentlich sauber machen, habe auch schon angefangen. Und dann ist mir eingefallen, weil ich es nicht weggekriegt habe, dass ja bei uns auf dem Camp der Putzfuchs ist. Und den habe ich geholt. Und wie er das weggekriegt hat, das zeigen wir euch jetzt. Und das hat mich eigentlich schon sehr überzeugt. Und leider kann ich euch kein Bild zeigen, wie der Grill ausgesehen hat, bevor der Putzfuchs anfing, das sauber zu machen. Aber ihr könnt mir glauben, es war sehr beeindruckend.
Wohnwagen. Echt? Hat ah, okay. Da kommt das dann nicht. Aha, ein paar Jahre später zukommen. Das ist natürlich jetzt schon eine Herausforderung. Es darf man nur nicht zu viel Fett ins Tuch bringen, dass es in die Faser eingeht. Das ist natürlich schon heftig jetzt hier. Eine heftige Herausforderung. Bevor die Tore der Messe jetzt noch öffnen, müssen wir noch ganz schnell unseren Grill sauber machen. Und was gibt es da nichts Besseres als den Putzfuchs? Ja, genau. Putzfuchs. Heftig fett hier. Ja, also er findet es selbst jetzt als Herausforderung. Jetzt mal schauen, was da dabei rauskommt. Da hat er jetzt zu Mühe mit. Das ist natürlich total viel. Ich muss meine Mikrowelle putzen. Ja? Ja, der hat jetzt gerade hier die heftigste Herausforderung des Tages, weil das ist mega fett. Das ist eingebrannt. Das ist noch nicht mal so. Aber es ist viel. Ja, und wie ihr jetzt seht, das Putzen ist sehr interessant für alle. Es ist nur Wasser und kaltes Wasser. Es ist kein warmes Wasser. Es ist eiskalt. Ja, ja. Aber das ist eine echte Herausforderung jetzt. Das meiste haben wir weg. Ich muss ihn nur ja sehen. Das sieht schon wesentlich besser aus als mit der Serviette. Auf jeden Fall sieht es schon besser aus. Ja, mal gucken, was da Fett im Eimer ist. Mit kaltem Wasser. Könnte man da jetzt auch warmes Wasser nehmen, ja, oder immer nur? Denn, ja, eben, weil dann das Fett besser dran bleibt, oder? Es wird dann besser. Mit warmem Wasser wird es natürlich besser funktionieren. Aber das meiste haben wir weg. Ja, es sieht auch schon ganz gut aus. Ja, jetzt guckst du mal, wie die Brühe aussieht. Was da Fett drin sitzt. Mal schauen, ob man das erkennen kann. Das weiß ich jetzt nicht, aber das ist alles voll Fett. Am Tuch hängt jetzt auch noch ein bisschen was. Ja, das muss man dann nachher halt nochmal richtig rauswäschen. Das ist ganz klar, aber kein Vergleich wie von vorher, wie der Tisch jetzt aussieht. Ja, ich habe jetzt auch ein bisschen fettige Hände, aber jetzt nehme ich noch dieses Wasser zurück. Das meiste Fett haben wir weg. Jawohl, dann können nämlich jetzt dann gleich Pause, die ganzen Zoll. Ja, wow. Wie das aussieht. Und wow, nur kaltes und das, Wasser und ja, kein Spülmittel, und gar nichts. Also ich würde sagen, der Putzfuchs hat den Test bestanden, oder? Ja. So, und dann können jetzt die Gäste alle kommen. Okay, ja, immer. Also, ich muss mal dazu sagen, dass ich bin zwar jetzt nicht der Putzexperte, aber eins muss ich sagen, das hat mich schon fasziniert, wie diese Putztücher ohne irgendein Hilfsmittel dann da Fettflecken und alles Mögliche sauber kriegen. Und vor allen Dingen, was das Erstaunliche ist, wenn man es dann ins Wasser hält, dann bleibt das alles im Wasser stecken, ja. Ja, wie das so ganz genau funktioniert, das kann ich jetzt weniger gut erklären. Aber wie gesagt, das erklärt euch der Putzfuchs alles ganz genau, wer Interesse dran hat. Was wir hier ja jetzt haben, das ist dieses Camping-Set. Also es gibt verschiedene Sets. Wir verlinken euch die alle mal drunter. Und dann könnt ihr euch das ja in Ruhe mal anschauen. Und wenn ihr es ausprobieren wollt, dann gibt es also auch kleine Probiersets. Ja, ich glaube, das ist so ein Probierset, ja. Meine ich. Also, und das Zeug hält wahrscheinlich, also so wie wir uns das sagen haben lassen, hält es fast unbegrenzt. Also ja, genau. Und was steht hier so Schönes? Reinigen wie die Natur, mit der Natur, für die Natur. Also besser kann es ja eigentlich fast gar nicht kommen, oder? Müsste nur noch Bio draufstehen. Ja, eigentlich ist es ja.
Bio. Also. Oh ja, okay. Es steht nicht drauf, aber das wird schon so sein. Ja. Oh, und somit haben wir jetzt, glaube ich, alles gesagt, oder? Ja. Also, in dem Fall. Wenn ihr es ausprobiert habt, dann würden uns mal eure Erfahrungen damit interessieren. Das könnt ihr uns dann gerne mal in den Kommentar reinschreiben. Ja, genau. Also mir oder beziehungsweise ich bin zufrieden damit. Ich finde es auch nicht schlecht, ja, was ich da ausprobiert habe. Ja, soll ich jetzt lachen? Hab nicht viel ausprobiert, aber... Er hat es danach begutachtet. Genau. Also, in diesem Sinne, sage mal jetzt einfach... Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.